Haben Rentner, die im Ausland leben, auch Anspruch auf die Grundrente? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Die Einigung zur Grundrente steht seit dem 10. November 2019. Viele Fragen kommen bei uns auf Rentenbescheid 24 an, unter anderem auch die Frage, habe ich als Rentner, wenn ich im Ausland lebe, auch Anspruch auf die Grundrente? Bevor ich diese Frage beantworte, noch mal ganz kurz zum Überblick. Was bedeutet das eigentlich? Wann habe ich einen Anspruch auf die Grundrente? Anspruch auf die Grundrente habe ich erstmal, wenn ich 35 Jahre Wartezeiten für die Grundrente habe. Das sind die sogenannten Grundrentenzeiten. Es soll noch eine Gleitzone eingerichtet werden. Was das ist, werde ich in einem späteren Video mal kurz erläutern. So. Weitere Anspruchsvoraussetzung ist, ich darf nicht mehr als 30-80% des durchschnittlichen Einkommens bezogen auf die 35 Jahre Grundrentenzeiten verdient haben. Wenn ich unter 0,3 bin oder über den 80%, habe ich keinen Anspruch auf die Grundrente. Bei dem Einstieg 0,3 oder 30% soll es auch eine Gleitzone geben. Da sind wir auch sehr gespannt, was der Gesetzgeber da vorhat. Und weiterhin, was ganz wichtig ist, es wird Einkommen auf die Grundrente oder bevor es überhaupt zu einer Auszahlung der Grundrente kommt, gibt es eine Einkommensanrechnung. Das heißt, man guckt, wie hoch ist der steuerfreie Anteil der Rente und zusätzliches Einkommen. Und das ist zum Beispiel auch ein Punkt, der für die unsere Deutschen im Ausland oder Rentenbezieher im Ausland, die in Deutschland eine Altersrente für besonders langjährig Versicherte bekommen oder wie auch immer, extrem wichtig ist. Also grundsätzlich, ja, Sie haben, wenn Sie die Voraussetzungen für die Grundrente erfüllen, auch einen Anspruch auf die Grundrente, wenn Sie als Deutscher zum Beispiel im Ausland leben. Das Spannende bei der ganzen Geschichte wird nur sein, wenn Sie zum Beispiel im Ausland noch zusätzliches Einkommen haben, wie dann die Einkommensanrechnung stattfindet, wie die Nachweise zu erfolgen haben. Wenn wir zum Beispiel ein Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland und Thailand zum Beispiel haben, ja, dann ist die ganz große Frage, wie geht das eigentlich, wie würde das funktionieren? Ich gehe davon aus, dass den meisten Rentnerinnen und Rentnern dann nichts übrig bleibt, als eine Steuererklärung abzugeben und dann die Daten nach Deutschland zu senden. Ansonsten gibt es da hier möglicherweise Probleme und keine Grundrente. Näheres zum Thema Grundrente und Rentner im Ausland finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Was ich beinahe vergessen habe, hier zu erläutern, ist, wo steht das, dass die Grundrente auch im Ausland gezahlt werden kann? Das ist relativ einfach. Die Grundrente ist keine Sozialleistung, keine Fürsorgeleistung. Sie ist eine Rentenleistung. Das heißt also, wie bei einer normalen Altersrente haben Sie Anspruch immer dann auf die Grundrente und die wird auch im Ausland dann überwiesen, wenn Sie die Anspruchsvoraussetzungen für Ihren eigenen Rentenanspruch auf die Grundrente erfüllen. Es ist keine Fürsorgeleistung, Sie müssen nicht zum Sozialamt gehen und Sie müssen auch keine Vermögensanrechnung machen und sonstiges. Das wollte ich nur noch sagen, habe ich eigentlich fast vergessen. Schönen Tag noch.